Antarktis. Eine geheimnisvolle Welt aus Wasser und Eis. Pflanzenfresser, die man Lystosaurier nennt. Sie wurden in den 60er, 70er Jahren auch in Antarktika gefunden. Sie besaßen Stoßzähne, dazu einen Schnabel, einen kurzen Stummelschwanz und stämmige Beinchen. Auf den ersten Blick scheint das nicht die Grundausstattung für echte Survivor zu sein. Aber ganz gleich, welche verschiedenartigen klimatischen Bedingungen sie vorfanden, die kleinen Überlebenskünstler passten sich an und kamen in sehr unterschiedlichen Lebensräumen gut zurecht. Man findet diese Tiere in Südafrika, Antarktika, Indien, China, Russland und vielleicht in Australien. Perm-Trias-Grenze oder einfach das große Sterben. Weltweit verschwanden bei diesem dritten der insgesamt 5 Massenaussterbeereignisse der Erdgeschichte 70% aller Landtiere und 95% der Meeresbewohner. Dass sich das Leben nach dieser Katastrophe überhaupt wieder erholen konnte, erstaunt bis heute viele Forscher. Das Massensterben am Ende des Perm war gewaltig. Das Leben kam nahezu zum Erliegen. Es gab eine fundamentale Neuorganisation der Lebensgemeinschaften. Die Ursache des dritten Massenaussterbens ist gut erforscht. In Sibirien kam es zu Vulkanausbrüchen. Gewaltige Mengen Magma stiegen aus dem Erdmantel auf und ergossen sich als Lava über die Oberfläche. Schließlich bedeckten die Glutströme ein Gebiet halb so groß wie Europa. Enorme Mengen Kohlendioxid wurden freigesetzt. Dadurch lag die Durchschnittstemperatur der Erde rund 10 Grad höher als heute. Nur an wenigen abgelegenen Orten, wie beispielsweise in Antarktika, war ein Überleben möglich.